Hallo und herzlich willkommen auf dem Ergometern Heimtrainer-Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Mein Name ist Armin und heute stelle ich euch was Besonderes vor. Und zwar ist es ein Deskbike oder ein Schreibtisch-Heimtrainer. Also so ein Gerät, was man im Büro sehr gut einsetzen kann. Und zwar ist das der FlexiSpot Sit2Go, so heißt das Teil. Ich wünsche euch viel Spaß bei dem Video und nach dem Intro geht's gleich los. Die Besonderheit bei dem Sit2Go ist, dass er fast komplett montiert angeliefert wird. Also man muss hier unten nur diese Füße ausklappen und die Rollen einstecken. Und dann wird noch der Sattel bzw. die Rückenlehne montiert und das war's schon. Und Pedale noch, genau, die Pedale. Also Montagezeit eine Viertelstunde etwa. Das benötigte Werkzeug ist im Lieferumfang enthalten. Die Besonderheit ist, dass es wie bei einem Schreibtischstuhl bei diesem Gerät Rollen gibt. Also das heißt, ich kann ihn auch durchs Büro schieben. Ja. Auf dem Teppich ist es natürlich schwieriger, auf dem festen Boden ist es kein Thema. Und wenn ich mich dann draufsetze, dann gehen diese Rollen nach unten und bremsen. Das heißt, ich muss keine Angst haben, dass wenn ich bei der Schreibtischarbeit pedaliere, dass mir das Teil dann mit der Zeit wegrollt, sondern es bremst automatisch ab. Noch eine Besonderheit, wie man es vom Schreibtischstuhl her kennt, ist die Höhenverstellung. Also ich habe hier eine stufenlose Höhenverstellung, einfach mit einem kleinen Hebel unter der Sitzfläche. Und mit dem kann ich den Sitz rauf und runter fahren. Was ich unbedingt brauche, wenn ich mit diesem Deskbike am Schreibtisch arbeiten möchte, ist, ich brauche einen höhenverstellbaren Schreibtisch. Also unter einem normalen Schreibtisch komme ich damit nicht runter. Noch was zu den technischen Daten. Das Bike hat eine Magnetbremse mit 8 Stufen. Die werden manuell über ein Drehrad geschaltet. Bis Stufe 6 ist der Rundlauf noch angenehm rund. Darüber hinaus braucht man schon Kraft, um das noch vernünftig treten zu können. Außerdem hat er ein kleines Display, bei dem die Grundfunktionen angezeigt werden, also die Fahrzeit, die Geschwindigkeit, die zurückgelegte Distanz, die verbrannten Kalorien, die Gesamtkilometer und die Trittfrequenz. Das Ganze wird über 2 Batterien mit Strom versorgt. Das kann man hier einfach rausnehmen und es sind 2 AA-Batterien. Platz für 2 AA-Batterien sind da im Display. Das wird einfach wieder eingesetzt. Ich meine, da geht es ja nicht um die Kilometerleistung, sondern es geht einfach darum, dass man sich eben bei der Schreibtischarbeit auch ein bisschen bewegt, ja, um den negativen Folgen des Sitzens etwas entgegenzuwirken. Ich benutze verschiedene Deskbikes, ich habe schon Mini-Heimtrainer gehabt, ich habe auch schon klappbare Deskbikes gehabt, also ich habe da ständig was anderes. Einfach um verschiedene Systeme auszuprobieren. Das hier ist sehr angenehm, weil ich eben keinen kleinen Sattel habe wie bei einem normalen Bike, sondern ich habe hier eine große Sitzfläche und eine Rückenlehne. Also es ist sehr, sehr angenehm. Also geeignet ist er für Größen von 1,45 m bis 1,75 m. Da kann man dann die Beine noch richtig strecken. Bei größeren Personen, so wie ich, 1,80, da kann ich natürlich das Bein jetzt nicht mehr strecken. Aber es geht hier ja auch nicht um ein radspezifisches Training und um intensives Training, sondern es geht einfach darum, eben ein bisschen Bewegung in den Alltag zu bringen. Was gibt es noch zu sagen? Das war es eigentlich schon. Das Display wird mit einem Knopf bedient, einfach durchschalten, dann kann ich die einzelnen Funktionen abrufen oder ich stelle es auf den Scan-Modus, dann wechsle alle paar Sekunden die Anzeige durch. Was gibt es noch? Habe ich noch was auf meiner Liste stehen? Batterien habe ich erwähnt. Noch die Pedalarme, die sind 127 mm lang. Und das Pedalgewinde hat 9/16 Zoll, wie also beim Fahrrad auch. Könnte man auch jederzeit Fahrradpedale anbringen. So. Mein Fazit zu dem FlexiSpot Sit2Go. Es ist im Büro, gerade wenn man höhenverstellbare Schreibtische hat, sollte man auf jeden Fall ein so ein Teil
haben als Alternative zum normalen Schreibtischstuhl. Und es ist sehr leise, es stört also die Kollegen nicht. Ja, und es macht einfach Spaß, sich da drauf zu setzen und die Beine ein bisschen zu bewegen. Man muss es natürlich auch üben, also wenn man sowas noch nie gemacht hat und dabei konzentriert arbeiten möchte, dann wird es schwierig. Das muss man wirklich langsam anfangen, am besten, wenn man jetzt Arbeiten macht am PC, die jetzt nicht ganz so viel Konzentration erfordern, dann kann man das schön sich dran gewöhnen und dann geht es auch automatisch. Also bei mir ist es so, ich habe immer irgendwas unterm Schreibtisch stehen, solche Geräte. Und sobald ich mich an den Schreibtisch setze, gehen meine Füße automatisch auf die Pedale. Ich mache mir da gar keine Gedanken mehr drüber. Allerdings habe ich immer einen relativ niedrigen Widerstand eingestellt, sodass ich mich nicht aufs Treten konzentrieren muss, sodass es ganz von alleine geht. Ja. Wenn euch das Video gefallen und geholfen hat, dann freue ich mich über einen Daumen hoch. Wenn ihr keine Videos verpassen wollt, abonniert meinen Kanal. Und ansonsten bleibt gesund und fit, trainiert fleißig, euer Armin.